Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 21. Adventskalendertürchen einen Thriller vor, und zwar Schweig von Judith Merchant. Merchant? Ich weiß nicht, ob man sie deutsch oder englisch ausspricht. Ich glaube, es ist eine deutsche Autorin. Ich habe diesen Thriller gehört, daher blende ich euch das Cover ein. Und ich wurde geinfluenced. Sehr, sehr viele in meinem Umfeld haben von diesem Thriller ja wirklich geschwärmt, erzählt, dass es ein Lesehighlight war. Und so musste ich dann den zweiten Thriller der Autorin sozusagen auch lesen. Und auch bei mir hat er definitiv Sogwirkung gehabt und ich habe ihn wirklich weggesuchtet. Ich hatte ihn auf den Ohren und es war spannend, packend und wirklich der absolute Wahnsinn. Das erste Buch der Autorin heißt Atme und ich glaube, dass das ein Thriller wird, den ich vielleicht Anfang des kommenden Jahres jetzt hören werde. Wir treffen hier auf Esther, die mit ihrem Mann und zwei Kindern als glückliche Familie, so scheint es zumindest, lebt und auch gerade so ein bisschen Weihnachten vorbereitet. Einen Tag vor Weihnachten fährt sie zu ihrer Schwester Sue, um ihr ein Geschenk zu bringen, um nochmal zu schauen, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Die lebt nämlich jetzt allein im Wald, hat die Trennung von ihrem Mann hinter sich und die beiden Schwestern, ja, sind sehr, sehr unterschiedlich. Esther hätte auch eigentlich noch unglaublich viel zu tun an Vorbereitungen, Weihnachtsbaum besorgen, schmücken, Geschenke einpacken und so weiter. Aber sie möchte für ihr gutes Gefühl jetzt nach ihrer Schwester schauen und vielleicht sogar sie ein bisschen dazu überreden, dass sie mit in die Stadt kommt, um dort Weihnachten zusammen zu feiern. Die beiden kommen an diesem Tag, bei diesem Besuch, seit langer, langer Zeit mal wieder ins Gespräch und verändern das Leben des jeweils anderen, ja, schon auf sehr extreme Art und Weise. Und man merkt recht schnell in der Geschichte, wie sich Leben, wie sich Menschen gegenseitig beeinflussen, wie Gesagtes und manchmal auch Ungesagtes zwischen den Zeilen eben auch etwas beim Gegenüber machen kann. Und das fand ich super gemacht in diesem Thriller. Es ist ein Thriller, der wirklich eher auf die Psyche geht, der nicht sehr blutig ist, gefühlt eigentlich gar nicht, der wirklich viel das Zwischenmenschliche sozusagen heraus erzählt. Es ist ein sehr spezieller Erzählstil, auch mit verschiedenen Perspektiven der beiden Schwestern, die im Hörbuch eben auch von unterschiedlichen Sprecherinnen gesprochen werden. Und ich fand es wirklich großartig gemacht. Also ich mochte es, wie die Gedanken durch die Ich-Perspektive der beiden uns erzählt wurden, was beide übereinander denken, über sich selbst denken, über das Leben der anderen, über ihr eigenes und wo man sich dann irgendwo fragt, wo ist eigentlich die Wahrheit? Liegt die irgendwie in der Mitte? Wer von beiden hat jetzt hier eigentlich irgendwie ein Problem? Wer ist jetzt eigentlich die Böse? Man hasst gefühlt alle Charaktere in diesem Buch und wenn Esther noch einmal den Kosenamen ihrer Schwester Schnecke verwendet hätte, also wenn man da wirklich einen Shot getrunken hätte, wäre man am Ende des Thrillers betrunken gewesen. Es ist wahnsinnig spannend durch die kurzen, aber sehr intensiven Kapitel. Ich fand es wirklich großartig gemacht. Ich mochte den Perspektivwechsel, ich mochte die Erzählgeschwindigkeit, ich mochte diese Bösartigkeit, die in diesen Charakteren herrschte. Es war keiner sympathisch, gar keine Frage. Manchmal hat man schon so einen Moment gehabt, wo man dachte, okay, also wenn das jetzt stimmt, dann tut mir das aber irgendwie leid. Aber im Grunde hat man durchgängig gehasst. Es ist wirklich eine Sogwirkung gewesen bis zum Ende. Ich habe das Ende nicht kommen sehen, ich habe Wendungen nicht kommen sehen, ich hatte Gänsehautmomente und ich fand es wirklich wahnsinnig faszinierend, wie hier auch einfach diese Denkstrukturen gezeigt wurden, wie die Wahrnehmung von sich selbst, die Außenwirkung, wie das im Grunde auch einfach unterschiedlich sein kann. Man sich auch als Leser oder Hörer in dem Fall immer wieder fragt, was ist richtig, was ist da passiert, was ist mit diesen beiden Schwestern, was war da in der Vergangenheit, was ist in der Gegenwart, wo führt das alles hin? Und man fragt sich dann natürlich auch immer bei diesen Boshaftigkeiten, und da bin ich auch tatsächlich immer sehr erschrocken, wozu Menschen so fähig sind. Also so zu hassen, so, oh, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gehört. Ich habe mich da gerne reinziehen lassen und ich habe da wirklich auch super gerne mitgefiebert. Und es war packend, es war spannend. Es hatte den notwendigen Thrill, damit man das wirklich in ja nicht mal 2,5 Tagen weghört. Und man wirklich das Gefühl hatte, man verpasst was, wenn man irgendwie mal auf Pause gedrückt hat. Und man musste da einfach dranbleiben. Das lag natürlich auch an den etwas kürzeren Kapiteln. Aber man hat diese Charaktere wirklich wunderbar verfolgen können, ihre Entwicklung.
innerhalb dieser 24 Stunden erleben können. Und es gab wahnsinnig überraschende Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen. Ein wahnsinnig toller Thriller, wirklich absolute Empfehlung. Lange, lange, lange keinen so grandiosen Thriller mehr gelesen, der mich wirklich so gepackt, gefesselt und mitgerissen hat. Schweig von Judith Merchant, ich würde sie jetzt Englisch aussprechen. Also ich weiß, dass sie eine Deutsche ist, aber ich glaube, mit einem Amerikaner verheiratet ist oder wie das irgendwie war. Und dementsprechend, also nicht französisch, wie es, glaube ich, Maike mal zu Beginn gemacht hat. Grüße gehen raus. Aber ja, absolutes Highlight. Und ja, damit schließen wir auch schon das 21. Türchen. Ich ja, hoffe, ihr habt bisher eine schöne Weihnachts-Adventszeit gehabt. Weihnachten naht. Ja, nur noch 3 Türchen vor uns. Es geht zügig voran. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderbaren 21. Dezember und freue mich, wenn wir uns im nächsten Türchen, im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.